Ah ja. Red Doors wieder da. Freunde, willkommen zurück zum letzten Upload vor dem Season 5 Update. Morgen um 18 Uhr ist es soweit. Ihr könnt gerne auch im Livestream einschalten. Wir werden natürlich sofort reingehen. Und auf dem Uncut-Kanal sind vor ein paar Tagen, ein Video hochgekommen, wo ich im Blogpost durchgegangen bin. Da haben uns schon alles angeschaut, was denn mit der nächsten Season kommt. Unter anderem die Farmers. Also ja, eher so die FFAR aus Black Ops Cold War kommt wieder. Heute geht es allerdings um dieses hübsche Ding. Das ist die Tempus Razorback. Das war die Battle Pass Waffe, das Battle Pass Sturmgewehr aus Season 4. War die ganze Zeit scheiße, hat jetzt aber auch einen kleinen Buff bekommen. Und mit der richtigen Klasse habt ihr mit dieser Waffe wirklich überhaupt keinen Rückstoß. Die perfekte Waffe für Solos. Viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Geschnitten von Franz. Irgendwie ist diese Razorback vom Boden echt ganz geil. Oder? Die ist echt ganz nice. Der ist da. Er ist nicht rausgekommen. Mann, wie kriege ich diesen scheiß 120 FPS-Bug weg? Oh, Beamer. Boah! Razor Becky! My good friend, Razor Becky. You're dead. Warum pushst du mich ohne Platten, Bro? Das war jetzt wirklich, also man kann wirklich ganz viele Dinge im Leben machen, die intelligenter sind. Das war nicht intelligent. So, ich versuche mal ganz kurz. Erstmal den hier auf die Luft ziehen. Ist schon echt geil von der. Die ist schon echt nice. Razorback gibt irgendwie Vago-Vibes. Ja, ja, ist gar nicht so falsch, würde ich sagen. Razorback hat ein bisschen höhere Feuerrate nochmal. Aber ja, vom Vibe her gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. Oh nein, der ist in der S-Wing gelaufen. Richtig scheiße gelaufen. Oh Mann. Vago war aber richtig geil. Boah, als die frisch rauskam, ne? Ey, hatte ich einen Spaß an Rebirth Solos. Hab ich hier Steps gehört? Ja. Beste Leben. Ey, voll die gute Lobby. Für Solos macht ja auch echt Spaß, die Razorback. Ist echt eine genau richtige Waffe für Solos, finde ich. Das halt, gegen Squads ist wieder kacke, du musst halt 7-mal nachladen, um einen Squad zu töten wahrscheinlich. Aber Solos ist das wirklich optimal. Okay. Noch einer. Nein! Das kann nicht sein. Junge, Junge, Junge! Nein! Und runtergefahren. Alter. Komm noch rein. Oh, Scheiße. Nein! Ey, Bro! Ich stehe genau an der Kante, lauf vorwärts, sprinte doch! Bitte, bitte, bitte. So, wo ist der da drüben? Da haben zwei gefightet gerade. Oh. Might be my dad. My dad.
70k. Ein bisschen Geld da auf Tasche. Oh ja. Ich bekomme sogar Sorgen, ist das krank. Hier bekommen, jawohl. Ja, keine Zeit mehr. Schade. GG's. Wie geil ist das denn? Show me your loot. Wie unfassbar perfekt ist der da gerade noch in meine Shots reingelaufen? TikTok Pico. Im Gunfight kannst du hochladen. Oh, also sehr korrekt. Sehr, sehr korrekt da. Tschüss, Pico. Geht besser. Oh, ja, kletter hoch. Ja, Assassin's Creed. Oh, geil. Oh, und weg die Sau. Wieso lebt der noch? Oh, ich kotze alles voll. Oh, ich kotze. Ich kotze. Und er ist tot. Wichtig. Paper One, warum? Ja, ha! Okay. Wenn ich RPG schieße, dann macht 360 Zidane-Rolle. Er feed straight einfach auf meinen Arsch. Oh no. Oh nein. Oh no. Ja, du bist tot jetzt, mein Freund, kann ich dir sagen. Auch ein sehr smarter Play. Ist er runtergefallen? Tatsächlich. Sehr gut. Ja. Nein, ohne. Kommt vielleicht beide? Schade. Zwei noch. Ey, wieder 28, wenn ich beide Kills bekomme. Komplett ausgesehen geplayt so. Komplett ausgesehen da eins runtergesprungen. Das war wirklich nicht so geplant. Entschuldigung. Was soll dies? Komm. GG's. Ist da echt der Container? Steht da? Echt? Oh. Eins. Wir haben eins, uns fehlen noch vier.
2. 3. Das auch? Ja. In die Richtung. Ah, da ist es. Ja, wie unfassbar einfach war das? Wie unfassbar einfach war dieses Easter Egg? So. That's what we get. Mhm. War ich die sogar animiert? Ne, ist nicht animiert. Sah nur kurz so aus. Okay, es gibt zweimal die Chimera hier. Drohne, Plattenbox, Minikiste. Sehr verpixelt irgendwas. Eine goldene Wasnef. Und ein Signal. Ja, also das könnte schon so das langweiligste Easter Egg bisher sein, oder? No offense da an der Stelle. Hm. Das war komplett boring jetzt. Das war irgendwie komplett boring. Oh, yo, wow. Da wurde geprügelt. Richtigen Schlag ins Gesicht habe ich im letzten da gegeben. Ah ja. Red Doors wieder da. Oh, wie ich solche Gunfights hasse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste, dass das der Geek ist. I knew it! So gejagt, die Sau. So gejagt. Eieieiei. Fein. So nicht. Minikiste eigentlich kaufen. Eine Drohne. So, das ist ein Baum. Diese Leiter kannte ich wirklich nicht. Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Was ist das für ein Haus? Ah ja.
Tschüss. Kommen wir zur Klasse von der Tempus Razorback. An der Stelle, es war sehr, sehr viel Solo mit dabei und es liegt auch daran, dass die meiner Meinung nach in Quads nicht mehr so geil ist. Denn das Magazin, klar, sind 60 Schuss, ist aber durch die hohe Feuerrate doch schon relativ schnell leer geschossen. Für Solos in meinen Augen perfekt, da macht die Magazin große Größe auch gar nicht so einen großen Unterschied oder hat gar keinen so großen Einfluss auf euer Gameplay, weil ein Knock and Finish kriegt ihr halt immer hin und zwei gehen auch noch. Gegen Quads wird es halt aber einfach schwierig, da finde ich andere Waffen einfach besser. Trotzdem auf jeden Fall das 60-Schuss-Magazin mitnehmen, ne? Das größte Magazin nehmen wir auf jeden Fall mit. Den DM Proto Unterlauf, und das ist auch der einzige, beziehungsweise die einzige Waffe, auf der es das gibt. Den Unterlauf. Auf der es den gibt. So. Deutsch kurz verlernt. Schade. Normalerweise spielen wir immer den F-Tag Ripper Unterlauf, aber wenn ihr den spielt auf der Razorback, hat die viel mehr Rückstoß als mit dem DM Proto Griff. Ist wirklich ein krasser Unterschied. Habinger D20 Schalldämpfer habe ich hier drauf. Ich finde bei der Razorback, normalerweise spielt man hier beispielsweise SA Treadmündung, ne? Bei der Razorback finde ich aber, dass der Schalldämpfer irgendwie geil ist. Es gehört für mich irgendwie einfach dazu. So eine extrem hohe Feuerrate mit wenig Rückstoß finde ich irgendwie scheiße ohne Schalldämpfer. Deshalb habe ich das mehr gefühlt, hier eine Schalldämpfer drauf zu knallen. Deshalb der Habinger D20, die Habinger D20 Mündung so rum. DM Protogriff habe ich getuned auf Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität im Stillstand. Habinger D20 Mündung auf Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit. Das ist auch richtig krass, wenn ihr auf Leute schießt, die in der Luft sind. Erstens habt ihr kaum einen Rückstoß und die Bullet Velocity ist sehr hoch. Das heißt, ihr könnt teilweise wirklich auf die Leute, auch wenn sie 20, 30, 40 Meter entfernt sind, genau drauf schießen und müsst nicht voraimen. Müsst also quasi die Bullet Velocity gar nicht mit einberechnen, weil ihr eben so schnell schießt, beziehungsweise die Kugel so schnell fliegt. Auch beim Lauf ist es ja eigentlich meistens so, dass der größte oder längste Lauf der beste ist. In diesem Fall ist es der 16 Zoll Lauf auch, was Rückstoß angeht vor allem. Ne? Die anderen geben euch nicht so geile Präzision wie der Tankerlauf. Der ist da am besten, den kann man nochmal tunen, zusätzlich auf Rückstoßstabilität und effektive Reichweite. Und dann haben wir hier noch relativ standardmäßig das Zielhilfen vor 4 Visier. Ihr könnt natürlich aber genauso gut auch das SZ Nachladevisier spielen. Und das habe ich getunt auf ZV und Nah. Und das ist dann auch schon die Razorback-Klasse. Genießt sie auf jeden Fall, ist eine sehr, sehr coole Waffe. Ich denke mal, wird auch nicht genervt im nächsten Update. Das heißt, sie kann man genauso auch nach dem Season 5 Update spielen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao.